können nur mit dem Thunderbird beginnen. Und was ich am Anfang sagen möchte, ist eine kleine Erinnerung an das, was uns der Franz vor längerer Zeit schon gebracht hat. Er hat uns nämlich erzählt, welche Protokolle es gibt. Das wiederhole ich jetzt nicht, aber er weise darauf hin, dass man das nachlesen kann. Zwei oder drei von diesen Protokollen unterstützt der Thunderbird. Und zwar sind das, das sieht man hier in der Mitte oben, POP, also POP 3 eigentlich konkret, SMTP und IMAP. POP und IMAP zum Empfangen von Foldern und von Mails und SMTP zum Senden. POP kann nur Mails empfangen, keine Folder. Diese Protokolle werden also unterstützt. Wir schauen uns dann im Laufe des Vortrags an, wie das mit Mail funktioniert. Junkmail ist ein Punkt. Work offline, Archivierung können wir auch machen. Und was gruppierte Ordner sind, ist nichts Besonderes. Wir werden, seitdem der Thunderbird auch Kalender und Aufgaben inkludiert, direkt im Programm, früher musste man das mit einem Plugin machen, können wir uns auch dem Kalender widmen und werden da hier mehrere Kalender einbinden, die schon wo existieren aus dem Internet. Und die Aufgaben werden wir auch kurz streifen, das ist keine überwältigende Angelegenheit, die Aufgaben, aber es geht ab. Zum E-Mail schreiben und empfangen gehören Adressen dazu und daher werden wir uns auch das Adressbuch anschauen, wie das funktioniert. Das steht hier. Und damit man auch alle möglichen Sachen, die man beim Thunderbird einstellen kann, auch bewältigen kann, deswegen kommt hier noch ein Punkt Einstellungen. So, dann fangen wir einmal an. Stellen wir uns vor, wir haben auf einem Rechner Thunderbird neu installiert und starten den Thunderbird das erste Mal. Da wird man dann durch einiges automatisch hindurchgeführt. Da braucht man nicht viel aufrufen, sondern das geht von selber. Das dauert ein paar Sekunden. Warum das lang dauert, weiß ich nicht. Das habe ich nicht herausgefunden. Früher war das nicht so, aber seit kurzem ist es so. Hoppla, das ist weniger lustig als gedacht. Ja, das kann schon sein, aber das sollte eigentlich überhaupt nicht ins Internet gehen. Aber du hast recht, ich werde es einfach anders machen, dann wird es schon gehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir werden es schon bewältigen. Wenn man anfängt mit dem Thunderbird, kommt die Frage, wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben? Wenn man eine neue haben will, dann kann man die direkt anlegen lassen bei einem Dienst, zum Beispiel Gandhi.net. Ist aber nicht sonderlich sinnvoll, in unserer Gegend dieses Netz zu wählen. Bitte? Das kann schon sein. Nein, bei uns verwenden wir, was weiß ich, GMX oder sowas als Gratis-E-Mail-Adressen oder unsere Club-Computer-Adressen. Und wenn wir ja schon welche haben, nämlich wenn man im Club-Computer Mitglied ist, hat man schon eine E-Mail-Adresse, werden wir den Punkt überspringen, sondern wir sagen unten überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden. Ich verwende aber jetzt nicht gleich die Club-Computer-Adresse. Du kannst es nachher als PowerPoint haben. Du brauchst nicht jedes Foto machen, was du nicht willst. Ich lege extra für den Zweck einen User an, der heißt CC, Club-Computer-User, CC-User. Und die E-Mail-Adresse ist ccuser@gmx.at, bekommt ein schönes langes Passwort.
Dann drückt man auf Weiter, da herunten, auf dieses, hoppala, gehst her, da, auf Weiter. Dann kommt das nächste Fenster. Dann kann man auswählen, ob das Konto, was wir haben, wie IMAP ist oder POP3. Wir haben POP3 gewählt. Jetzt beginnt, nach einer Weile beginnt das Programm zu suchen und kommt nach einer Weile mit Vorschlägen, was der Posteingangsserver sein soll und was der Postausgangsserver und den Benutzernamen. Das findet er von selbst automatisch. Ja, nur bei, also großteils bei GMX oder bei Gmail, sonst nicht. Ja. Bei GMX, das ist das Beispiel und da findet er es. Da findet es gut, ja. Ja. Sehr deswegen habe ich das auch gewählt, weil das ist eine Stärke, dass das geht. Wenn man natürlich mail.de verwendet, wird es wahrscheinlich AG. Aber wenn du schon einmal Clubcomputer wählst, dann hast du schon den Schlauch, mehr oder weniger. Dann wirst du, wartest ein bisschen, es kommt dann das Beispiel mit Clubcomputer-Adresse und da wirst du sehen, dass das AG geht. Na ja, wenn man es weiß, schon. Ja, also. So, er hat diese Beispiele gefunden, ansonsten müsste man mit manuell bearbeiten. Da unten das Eintragen. Sonst klickt man einfach nur auf Fertig und es geht schon weiter. Wir haben, wenn man das gemacht hat, geht man dann in die Servereinstellungen. Da sieht man dann auch, und deswegen habe ich das auch als Beispiel dabei bei der Präsentation, welches Port verwendet werden soll. Wie man sieht, ist es ein Standardport. Da steht 995 und das ist auch das, was wir gewählt haben. Da unten kann man die berühmten Einstellungen machen, ob die Mails am Server belassen werden oder nicht. Ich habe stehen, er soll es nach 14 Tagen löschen und außerdem dann, wenn es aus dem Posteingang gelöscht werden. Das kann man nach Belieben selber machen. Man sieht ganz unten den lokalen Ordner und da sieht man unter Profiles steht da bei mir X4W 7JCVY.default. Das ist der Default, das Default-Profile. Wir reden auch noch über Profiles ganz kurz. Da kann ich dann erklären, wie diese Namen zustande kommen. Also das Default-Profile wird automatisch erstellt und verwendet. Wenn man nur ein Profil verwendet, hat man mit den Profilen überhaupt nichts zu tun. Der Wolfgang hat mit mehr Profilen zu tun. Und daher muss er auch drauf kommen, wie man die Profile auswählen kann. Und das haben wir vor kurzem, glaube ich, erledigt. Sehr gut. So, kaum ist man soweit, habe ich gesagt, abrufen. Da oben. Abrufen, ccusergmx.at und dann kommen da eine ganze Reihe von Mails daher im Laufe der Zeit. Und so schaut es dann eben aus. Man kann die Mails filtern, da gibt es einen Schnellfilter. Da auf der Seite, man kann suchen. Jetzt werden wir ein Konto hinzufügen, das es noch nicht gegeben hat. Also ich zeige das noch einmal im Thunderbird Server her. Nachdem die Präsentation schon längere Zeit her ist, sind die Mails, die man jetzt sieht, natürlich nicht mehr dieselben. Und außerdem ist jetzt das Clubcomputer-Konto schon angelegt. Wenn man da auf CC-User draufklickt, also wenn man auf Posteingang klickt, sieht man die Mails im Posteingang. Wenn man auf CC-User draufklickt, sieht man diese Übersichtsseite und da drinnen gibt es neues Konto erstellen. Da kann man sagen, ich will eine E-Mail, ein Chat, Newsgruppen oder Feeds erstellen. Wir beschränken uns da jetzt auf E-Mail-Konto. Was mit Chat geht, weiß ich gar nicht, habe ich mir nicht angeschaut. Also da klickt man drauf und dann geht's los. Und jetzt geht die Anmeldeserver nicht, weil das Internet nicht geht. Also ich werde es aus der Präsentation herausnehmen. So, wir drücken also auf neues Konto erstellen und dann geht's los.
ich habe angegeben den Namen, mein Name als Georgi, wie bekannt ist, ist das ein Pseudonym oder ein Alias, den ich gern verwende, damit es ein bisschen weniger hochoffiziell klingt. Die E-Mail-Adresse ist georgi@clubcomputer.at und das Passwort von meiner E-Mail-Adresse muss ich angeben und den Rest findet er sich selber. Wiederum auf Weiter geklickt und rechts daneben kommt dann nach einer Weile, ich sage IMAP, kommt nach einer Weile, kommen die Mailcomputer, clubcomputer.at und keine Verschlüsselung und so weiter daher. Sowas kann man manuell bearbeiten, wenn man so eine Verschlüsselung einstellen möchte, aber von vornherein liefert er halt einmal die daher. Entschuldigung, ich kehre einmal zurück und. Welche Punkte siehst du da? Passwort meint er die Punkte. Ach so, ja, okay. Da hast du es schwierig. Das ist, es wird, ja, ich wollte sagen, du musst den Any-Key finden, mit dem geht es. Ah, ja, den gibt es beim Dieter, ich hab's nochmal gekriegt. Ja, den kann man kaufen. Ja. So. Ich habe dann eingestellt, weil ich das nicht wollte, dass der Posteingangsserver unverschlüsselt arbeitet, habe ich auf verschlüsseltes Passwort umgestellt, hier unten. Und haben da auch 587 und Start TLS Passwort normal für SMTP. Also die Dinger, wenn ihr eine Clubcomputer-Adresse einbinden wollt, schaut, dass ihr diese Portnummern einstellt und die Verbindungen nach dem, was da steht. Mit dem funktioniert es und geht gut. Das hat, die vielen Screenshots haben nicht den Zweck, damit man es, weil sie können es ja vorzeigen auch. Ja? Dann fallen die Screenshots und die Screenshots sind alle zu einem PDF gewandelt worden und stehen euch zur Verfügung. Das heißt, ihr habt damit gleichzeitig die Dokumentation dessen, was hier gemacht ist, gemacht wird und wurde. Und ihr könnt es leichter nachmachen, braucht euch also nichts aufschreiben. Deswegen gibt es so viele Screenshots. Dann klickt man auf Fertig, sind wieder bei den Server-Einstellungen und da kommt jetzt, muss man eins wissen, ein IMAP-Server hat am Server verschiedene Folder, die man angelegt hat. Es gibt also mit Sicherheit den Eingangs-Posteingang, den Postausgang, die gesendeten E-Mails und so weiter. Nur, die heißen so, wie das unser Mail-Server vorsieht. Und die gesendeten E-Mails und auch die gelöschten E-Mails und so weiter, die haben einen bestimmten Namen. Und der Thunderbird sucht sich ja mit Treffsicherheit sondergleichen nicht von selber die Namen aus, die wir auf unserem Server haben. Deswegen muss man die Namen auswählen und ändern. Also wenn man, das da oben ist noch alles brav und so wie es gehört, mit Verbindungssicherheit keine, Verschlüsselung und so weiter, in diesen Ordner verschieben, Ordner auswählen. Wenn man dann da sagt, Ordner auswählen, dann sieht man eine Liste, eine Auswahl. Und jetzt sieht man, dass da steht, wenn ich das, nachdem ich es ausgewählt habe, Papierkorb in georgi@clubcomputer.at. Das heißt, er hat sich diesen Namen vom Server geholt und nicht selber erfunden. Ja, das war eigentlich die Seite, mehr braucht man zu der Seite nicht sagen. Der Postausgangsserver bedarf noch einer gewissen Einstellung gegebenenfalls, weil wir haben bis jetzt den CC-User eingerichtet, um die Mails von GMX zu lesen. Wir haben den georgi@clubcomputer.at eingerichtet, um mit IMAP die Mails vom IMAP-Server zu holen. Und jetzt brauchen wir noch zumindest die Kontrolle, was da drinnen steht. Beim Postausgangsserver SMTP, der steht da links ein bisschen aus der Reihe, ganz unten da. SMTP-Server. Und der muss eben Mail CCC.at haben für Clubcomputer. Wir haben oben die Auswahl, ob das sich um die
das Postfach georgi@clubcomputer.at handelt oder ob es sich um das GMX Freemail, Mail GMXnet handelt. Jeder hat dann eigene Definition für den SMTP-Server natürlich, weil sonst könnten wir ja keine Mails über GMX verschicken oder über den IMAP-Server von Clubcomputer. Sonst würde ja alles über denselben gehen und das wäre ja nicht sinnvoll. Also mail.ccc.at ist der SMTP-Server von Clubcomputer.at und hier unten die Einstellungen, die man dazu braucht, SSL, TLS und normales Passwort. Unter Kopien und Ordner, wieder bei georgi@clubcomputer.at, hier Kopien und Ordner, findet man auch einen Platz, Ordner in gesendet in oder einen anderen Ordner ablegen. Gesendet, den Ordner gesendet in georgi@clubcomputer.at ist eine reine Wunschvorstellung, weil den gibt es nicht. Auf dem Server heißt der nämlich Send Items und deswegen muss man auswählen in der Dropdown-Listbox hier und dann noch einmal Send Items. Dann steht nachher dort Send Items in georgi@clubcomputer.at. Das ist eine kleine Hürde, die muss man richtig machen, sonst geht es nicht. Also steht Send Items in georgi@clubcomputer.at und schon läuft der Laden. Man kann ein Archiv anlegen und die Ordner im Archiv in georgi@clubcomputer.at ablegen. Entwürfe und Vorlagen, da kann man auch jeweils den Ordner wählen, wo man es gerne hätte. Weil das Outlook mit seinem Outlook-Server selber weiß, nein, der weiß das trotzdem. Der hat das von vornherein gewusst. Und Thunderbird hat das so gelöst, dass er seine eigene Vorstellungswelt anpassen kann, was die Namen betrifft. Und der Provider, ist halt so. Der Provider kann bei denen die Daten hinterlegen. GMX hat nämlich bei denen die Daten hinterlegt, wie die Server heißen. Und darum findet er bei GMX das so locker und locker. Du redest jetzt von den Server und er hat von den Ordnern gesprochen. Also, darf ich da kurz einen Einwand machen? Zu der Geschichte mit den Ordner. Also ich verwende den Thunderbird seit über 10 Jahren. Ich habe noch nie das anlegen müssen. Ja, es kommt nachher in der Liste sehr wohl zu anderen Namen. Aber das spielt keine Rolle. Er weiß trotzdem, wo der Send-Ordner ist, wo der Incoming-Ordner ist und so weiter. Und das Dilemma ist, dass ein bisschen die Sprache eine Rolle spielt, also ob ich einen englischen oder einen deutschen Thunderbird habe. Aber machen diese Ordnereinstellung, das habe ich noch nie gemacht und das funktioniert problemlos. Nicht ein einziges Mal, in den 10 Jahren nicht einmal. Aber du hast dann irgendwann möglicherweise, wenn du lang mitziehst, einen Incoming-Ordner und einen Send-Ordner und einen Gesendet-Ordner. Und das musst du dann irgendwann einmal zusammenführen. Aber geht es ohne der Einstellung auch? Dankeschön. Dankeschön. Also falsch. Ja, sehr fein. Dazu fällt mir nur ein, dass ich das so gemacht habe, wie ich es da dokumentiert habe. Okay. Und siehe da, es hat auch funktioniert. Ja, passt erstaunlicherweise. Ja, es ist eh, wenn man irgendwo die Finger rein tut, ist es eh meistens erstaunlich, wenn es dann geht. Man sieht auch sehr schön, bei den Send-Items, wenn man sich die Eigenschaften von dem Folder Send-Items anschaut, dann sieht man da hier stehen, der Name des Ordners ist Send-Items und die Adresse ist IMAP als Protokoll georgi@mailcomputer.at send blank items. Das blank wird zu einem Prozent 20, weil es sich um eine URL handelt. Und das soll man nicht verblüffen, da ist nichts zum Korrigieren, das stimmt so. Was wollte ich?
mit den Einstellungen, die habe ich nur dokumentiert. An denen habe ich nichts geändert. Also falls sich jemand was fragt, wenn es so eingestellt ist, passt es. Ist aber Default, habe nichts verändert. So, jetzt bin ich so weit gegangen, dass ich zwei E-Mail-Konten eingerichtet habe. Einmal haben wir die E-Mails schon abgerufen und vom zweiten Konto haben wir das noch nicht getan. Das heißt, der Thunderbird hat in der kurzen Zeit, wo ich diese Screenshots gemacht habe, also zwischen den ersten Screenshots und dem, wo ich jetzt, den wir jetzt sehen, ist es nicht abgerufen worden. Oh, er ist schon abgerufen worden, ich habe mich getäuscht. Ich habe da auf alle Konten abrufen geklickt und damit sind sowohl das CC-User-Konto noch einmal als auch das georgiet.clubcomputer.at abgerufen worden. Das sind die Mails, die auf dem IMAP-Server liegen. Man sieht hier auf der Seite, ich mache das ein bisschen größer, dann könnt ihr das besser lesen. Geh her da. Na, sehr viel kann man nicht lesen, aber es geht. Posteingang, Entwürfe, Send-Items, das ist, weil ich das Send-Items ausgewählt habe, heißt der Send-Items und nicht Gesendete und so fort. Papierkorb, Deleted-Items, das ist der gelöschte, ist halt schlicht und einfach Mischkulanz. Kann man umbenennen. Bitte? Kann man umbenennen, die Wörter. Ja. So schaut der Thunderbird aus, wenn man nicht einen Ausschnitt daraus als Screenshot herzeigt, sondern den ganzen Bildschirm. Auf der linken Seite die Folder, in der Mitte so ausgewählt, ja, in der Mitte die Mails. Darunter würde, wenn ich eine Mail anklicke, die Mail stehen. So sind einige nützliche Links drinnen. Auf der rechten Seite findet man Hinweise zum Kalender und zu den Aufgaben. Hier oben in der Mitte sieht man neben dem Posteingang den Kalender. Aufgaben habe ich bis jetzt noch nichts gemacht, daher sieht man da noch nichts. Auf den Kalender werden wir dann später zu sprechen kommen. Wenn man eine neue Mail verfasst, klickt man da oben auf Verfassen und dann sagt man Nachricht. Und dann kann man aussuchen, ob man das von CC-User abschicken will oder von Clubcomputer. Ich wähle jetzt hier CC-User und ich schicke an Clubcomputer. Da mit dem Pfeilchen nach unten könnte man auswählen, von welchem Konto es gewählt wird. Und ich gehe an, eine bestimmte E-Mail-Adresse, die lasst ihr einfach durch Dropdown. Lassen Sie die E-Mail-Adressen zeigen, die schon im System schon bekannt sind. Was schreibt man bei einer E-Mail? Man schreibt auf jeden Fall ein Betreff, weil sonst schaut es noch ein bisschen blöd aus. Irgendwas im Body-Bereich, also im Textbereich, und dann klickt man auf Senden. Dann ist die E-Mail im Begriffe verschickt zu werden. Wenn sie dann auf dem Club-Server angekommen ist, kommt sie bei Clubcomputer, Posteingang nach einer Weile wieder als unsere erste E-Mail wieder zum Vorschein. Das heißt, die ist durch das ganze Nirvana geschickt worden, von unserem GMX-Konto weg an den GMX-Server, vom GMX-Server an den Clubcomputer-Server und vom Clubcomputer-Server hier herein in unser Postfach. Ja, es gibt die Möglichkeit, den Thunderbird auch im Offline-Betrieb zu betreiben, wenn man kein Internet hat oder wenn beispielsweise die Internetverbindung eine vergebührte Verbindung ist, dann zahlt sich das unter Umständen aus. Dann sollte man die Nachrichten zum Offline-Lesen herunterladen, damit man sie lesen kann, ohne die Internetverbindung zu brauchen. Ist heutzutage in unserer Zeit und in einer Großstadt eigentlich kein Thema,
weil da hast du das Internet immer zur Verfügung und da ist es relativ wurscht. Aber der Thunderbird berücksichtigt das halt auch, dass man gegebenenfalls über ein Mobiltelefon ins Internet gehen muss und die Verbindung dort per Megabyte vergebührt wird, wenn du schon an der Grenze bist. Das ist dann unangenehm und daher kann man sagen, ich möchte es offline machen. So, das war Mail. Als nächstes kommt die Junk-Mail dran. Wenn man eine Mail anschaut, schauen wir uns das einmal kurz an im Thunderbird. Halt, wo ist er? Da. Wenn man die Mail, man kann ja eine Mail, schauen wir mal so, man kann eine Mail einfach einmal anklicken, dann sieht man, da meine Kassette, da habe ich Spam-Mail bekommen, meine Visitkarten und da muss man dann unten irgendwo draufdrucken, dass man die, wo macht man das? Na, rechts oben, das geht gar nicht, weil ich keine Internetverbindung habe im Augenblick. Ich brauche die Bilder gar nicht herunterladen, das geht gar nicht. Wo ist rechts oben der Junk? Junk-Mail sehe ich jetzt. Na, in der Gegenzeile. Da steht rechts dann kein Junk. Wenn du weißt, das ist kein Junk und der stuft es als Junk, dann wirst du auch kein Junk. Ach so, ja, genau. Aber das geht erst, wenn ich die Mail aufgemacht habe. Ja. Muss die Mail aufmachen. Dann steht hier, Thunderbird hat diese Mail als Junk eingestuft und ich kann dann sagen, kein Junk. Oder wenn ich das... wenn ich den Test IMAP nehme, dann steht, dass es nicht, steht diese Zeile nicht da, also an der Stelle, wo sonst Thunderbird hat das als Junk eingestuft, sichtbar nicht. Wenn es trotzdem einer sein soll, gibt es da den Knopf Junk. Da kann man es als Junk klassifizieren. Definieren, ja, selbsttätig definieren. Ja, dieses Junk-Zeichen ist diese Birne, die kann man dort rechts ein- und ausschalten. Also ich habe das... Warum geht er jetzt nicht? So. Zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht kriege, dass DHL Geld für mich lagert und die genau das kriegen zu DHL. Also ich gehe noch einmal in den Posteingang und schaue mir das an, Testmail. Visitkarten. Da ist die Kugel schon von vornherein da. Wenn ich das aber jetzt... Ja, es ist ganz wurscht. Ich kann das mit der Mail machen und bei der Mail kann ich nicht sagen, dass es... Ja, da kann ich sagen, es soll Junk sein. Johann. Johann. Auf welches? Na, das Flammerl. Genau da ging es drauf. Ja, schon, aber ich hab kein Flammerl. Ja, dann kannst du draufklicken. Ach so, ja, hab schon verstanden. Ja. Dann kommt die Frage, ob man das haben will. Nein, zum Komprimieren. Ja. Nein, ich würde sagen, man wählt es da auf und sagt dann unten, es ist Junk. Da gibt es die Möglichkeit, Junk zu wählen. Man muss es nicht aufmachen als Mail, sondern man in der Vorschau anschauen, das genügt schon. So ist der Thunderbird. Man kann ja dieses Vorschaufenster zumachen, dann schaut man sich gar nicht vorher aus und dann sagt er Junk. Ja. Möglicherweise ist das so. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Man kann das Vorschaufenster unten zumachen. Ja, das ist eine lange Liste. Ja. Genau. Ja, aber Junk kannst du nicht mehr sagen. Nur du das einmal Symbol ist, kannst du das machen. Aber ohne, dass ich es auch in der Vorschau darum geht es mir. Ja, es geht schon. Und zwar so, Johann. Du gehst da drauf, an der Stelle,
über, an der Stelle genauso, ist ganz egal, gehst zu markieren und sagst unter markieren Junk. Also geh durch. Ja, wieso weiß ich, dass das ein Junk ist? Wenn drin ist, dein Freund in Anna hat er jetzt das Buch geschickt. Wenn dort steht, reizvolle Unterwäsche, dann weißt du, dass du das nicht wollen hast. Dann ist es vielleicht doch kein Junk. Ja, dann muss ich halt die Animal mit der Anna. Das war es auch selber. Also das kann man selber beurteilen, denke ich. Also wir werden uns jetzt langmächtig jetzt darüber unterhalten, wann ein Mail Junk ist und wann nicht. Wer eine Zeit lang schon mit Mails zu tun hatte, der hat das schon herausgefunden. Es ist einfacher, alle Mails als Junk zu definieren und die drei, die kann es sein, umzudefinieren. Wenn du das so handhaben willst, bitte gern. Neue Mailer an dich werden dir es danken. Ich habe da nicht so viel zu tun. Aber Thunderbird hat es nicht so gemacht, dass alles, was im Posteingang ist, von vornherein Junk ist. Also der Entwickler von Thunderbird ist nicht deiner Meinung, deine Einschätzung, damit musst du leben. So, wir haben also das Junk hinter uns. Wenn man sagt, Thunderbird hat diese Nachricht als Junk eingestuft, dann kann man mit weiteren Informationen dieses hervorrufen. Da steht, dann lässt sich das einmal in aller Ruhe durch, oder kannst du es nicht lesen, dann lese ich es vor. Nein, dass es klar ist. Das ist klar, ja. Also, Thunderbird kann lernen, sagt er. In meiner Zeit, in der kurzen Zeit, wo ich Thunderbird verwendet habe, bin ich nicht dazu gekommen, dass er gelernt hätte. Vielleicht braucht man da ein bisschen länger dazu. Pauli, hat er bei dir schon gelernt? Sein fauler Hund? Ich habe mir gar nichts beibracht. Aha. Also wenn du dieses Fensterchen hervorrufst, dann kannst du nachschauen. Und dass man die Junkmail-Filtereinstellungen für jedes Konto getrennt einstellen kann und ich weiß nicht was alles. Damit kann man sich dann vertiefen und ihn lernen lassen. Ist das nicht unpraktisch? Wenn du, sag mal, 10 Konten hast, musst du jedes Konto extra machen? Ich verstehe kein Wort. Können oder müssen? Wenn Sie das Konto nicht brauchen, dann habe ich euch. Da steht können bzw. müssen. Also sie können gemacht werden, aber wenn man sie macht, dann müssen sie für jedes Konto getrennt gemacht werden. Das ist ja schlecht. Bitte? Das ist ja schlecht, da muss ich die Anna für jedes Konto extra austragen. Wenn ich 10 Konto muss, dann ist 10 Konto. Na, aber viel schlimmer ist, was du die Johanna auch austragen musst. Und das ist noch viel wahrscheinlicher, dass da ein bisschen mehr Mädchennamen daherkommen. Das ist schon bei Auto gestört, dass das wirklich für jedes Konto getrennt gemacht wird. Ich bin nicht der Entwickler vom Thunderbird, was soll ich machen? Du kannst ihm aber, vielleicht ist er belehrbar. Vielleicht lässt er sich beeinflussen und seine Junk-Algorithmen ändern. Ich weiß es nicht. Ich frage, was man wo er das ablegt, diese Informationen für Sie. Da kennt man es ja kopiert. Weil was ist, wenn ich plötzlich wirklich auch anerkennen will? Also ich weiß es nicht. Okay. Dann sagst du dir, sie soll sich in der E-Mail-Adresse nicht Anna nennen, wenn du das anders nicht lösen kannst. Aber du wirst es, spitzfindig wie du bist, wirst du sicher herausfinden, wie das geht. Du brauchst nämlich lediglich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ja, wenn du nämlich eine Mail von der Anna bekommst, die jetzt sicherlich kein Junk-Mail ist, dann druckst du einfach, weil das ja vom Thunderbird als Junk von vornherein eingestuft worden ist, druckst dann auf kein Junk und von dem an ist die Anna kein Junk mehr. Ist schon passiert, ganz einfach und leicht. So, dann sagst du also, wie gesagt, im Fall des Falles kein Junk. Schon blöd, wenn man zwei Mauszeiger nebeneinander hat und schaut auf den Falschen. So, dann ist...
nett wird, wenn sie die plötzlich verändern und nicht parallel marschieren. Ja. Gut, warum ich die Folie da jetzt habe, weiß ich nicht, aber sie ist eben da. Nehmen wir den nächsten. Wenn man, genau, da sind wir jetzt beim Chunk markieren, was du vorher gemeint hast. Man kann das in der Liste, wenn man also nur eine Liste hat und kein Vorschaufenster, kann man das direkt ein bisschen mühsamer übermarkieren, aber doch auch machen. In den Einstellungen, zu denen kommen wir zum Schluss noch einmal eins für alle, aber hier zum Chunk kommt noch hinzu gleich die Sicherheitseinstellungen. Man kann hier Chunk Man kann einstellen, wenn Nachrichten manuell als Junk markiert werden, dann sollen die in einen bestimmten Ordner verschoben werden oder die Nachricht gelöscht werden. Das kann man sich aussuchen, wie man es gern hätte. Man könnte sagen, Junk als gelesen markieren, damit sie gar nicht fett mehr bleiben, die Mails in der Liste. Was das bedeutet, Protokollanzeigen habe ich nicht herausgefunden, müsste ich selber damit beschäftigen. Junk-Protokoll für selbstgelernten Filter aktivieren. Was das ist, ist mir nicht ganz klar. Trainingsdaten löschen, das sind die Daten, die er selbst lernt. Was das ist, weiß ich nicht. Man kann auch nicht reinschauen, man kann sie nur löschen. Kann ich weiter nichts dazu sagen. Also ich habe da jetzt einmal angeklickt, verschiebe diese beiden in den für Junk bestimmten Ordner des Kontos, da hier. Ah ja, Protokoll anzeigen, ich habe das ja doch gemacht, oder? Nein, habe ich nicht. Der Protokoll wird dann nur anzeigen, wenn Sie das Protokoll erzeugen. Und dann müssen Sie Junks brauchen, damit das Protokoll erzeugt. Schauen wir das jetzt an. Einstellungen, Sicherheit, Protokoll anzeigen. Ach so, das, es ist kein Transferprotokoll oder sowas zum Anzeigen aussuchen oder sonst was, sondern das Tätigkeitsprotokoll. Da sagt er dann, die Nachricht GMX Vorteilswelt, bla 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 bla, wurde am so und so vielten als Junk eingestuft. Es ist äußerst hilfreich, wenn man das weiß. Wenn man es genau wissen will, schaut man halt da nach. Also haben wir das Rätsel mit dem Protokoll auch gelöst. Wir haben uns dann noch eine Folie anzuschauen, da Junkmail-Ordner, da sind die also, die als Junk definiert sind, alle gelandet und haben da auch dieses schöne Junk-Flämmchen oder was das sein soll. Michi, was ist das, eine Flamme? Flamme, ja. Würde ich sie interpretieren. Gut, also die Flamme ist da. Man kann natürlich in dem Junkmail-Ordner, wenn da jetzt eine Microsoft-Testnachricht beispielsweise von CC-User versehentlich als Junk markiert worden ist, kann man dann wieder dort hingehen mit dem Mauszeiger, schon in der Liste, und über Markieren sagen, ist kein Junk. Aber ich glaube, rausmanövrieren aus dem Junk-Ordner muss man es dann selber. Nein, tut es aus. Tut es selber aus. Nein. Woher weiß er denn, wohin? Naja, hat es wieder ins Inbound. Ah, dann geht das Spielchen, das Ping-Pong, nur zwischen Posteingang und Junk. So ist auch so. Okay, gut. Also ich habe nicht alles ausprobiert vom Thunderbird. Man muss dazu sagen, ich bin ein offizieller Bekenner von Outlook und habe das Thunderbird eigentlich nur installiert auf einem Testrechner, deswegen habe ich auch ein VGA-Kabel braucht und nicht ein HDMI-Kabel, wie das heutzutage üblich ist, zum Anschluss vom Beamer. Ich habe das auf einen Testrechner installiert, weil ich mir auf dem Rechner, wo ich mein Outlook habe, mit Thunderbird die Einstellungen nicht zusammenhauen möchte, die Outlook mühsam hergestellt hat. Wie zum Beispiel, dass es das Default-Mail-Programm ist und so Sachen. Also ich wollte keinen konkurrierenden Client haben drauf. Und ich habe mir das nur so weit angeschaut, dass man einen Vortrag darüber halten kann. Da aber doch viele Leute hier da sind, die Thunderbird schon lange nutzen, ist es sehr nützlich, wenn ihr selber sagt, was für Erfahrungen ihr gemacht habt.
So, schauen wir zum nächsten Mal. Da haben wir einen im Junk-Mail-Folder. Einen Erich Becker begann das Thema Lehmann-Träger-Reaktion auf Button-Aktionen in unserem irgendwas. Das ist ein Forumsbeitrag, den er da begonnen hat. Das habe ich festgestellt, das ist natürlich kein Junk-Mail. Warum ist er ein Junk-Mail? Ja, weil ich vorher reingeschoben habe. Weil ich gefunden habe, der Erich Becker mit seinem Thema Lehmann-Träger kann nur Junk-Mail sein. Deswegen habe ich das dort hinein. Ich schade, dass er nicht da ist. Ich habe es aber wieder rückgängig gemacht, weil ich wollte nicht diskriminieren. So, das war das. Was ist das nächste? Die Reihenfolge gibt es nämlich nur hier zu sehen. Jetzt kommt das Adressbuch dran und dann der Kalender. Adressbuch, bitteschön. Jetzt habe ich den Thunderbird erst wieder zugemacht, das war nicht mein Wunsch, aber das werden wir durch Neustart wieder beheben. So, hier an der Stelle, wo mein Cursor ist, da oben gibt es die Auswahl Adressbuch. Wenn man auf Adressbuch draufklickt, sieht man genau das, was hier in der Folie zu sehen ist. Man kann einen neuen anlegen, da ist noch das Adressbuch noch leer zu dem Zeitpunkt. Da steht wie immer einer der prominentesten Ersten in einer Adressliste ist der Werner Ilsinger, weil den braucht man am meisten. Werner Ilsinger mit E-Mail-Adresse, einfach und dann OK. Und dann ist es drinnen, dann schaut es so aus, wenn man das dann bearbeiten möchte, klickt man da drauf. Das war einmal zu viel geklickt. Bitte? Aber nicht die Farbe. Ja, du hast recht. Klickt man da drauf, da rechte Maustaste, und dann kommt man da mit Bearbeiten oder Doppelklick, kommt man auch rein und kann dann noch was verändern dran. Das ist blöd, aus dem Verzeichnis kann man leider nichts herauskopieren. Das heißt, man muss zum Verarbeiten öffnen und dann kann man was herauskopieren. Ich weiß nicht, warum es das so gemacht hat. Ich versuche es der E-Mail-Adresse jetzt im Verzeichnis einfach anzuklicken und zu kopieren, geht das nicht. Da schon. Ja. Du meinst hier im, ja, genau. In der Liste, ja. Das ist ein Copy. Ja, das kann man zwar im PowerPoint machen, aber relativ wenig sinnvoll im Thunderbird. Wo ist mein Thunderbird? Da. Adressbuch. Das kann man nur die Eigenschaften nehmen und dann kann man, ja, genau. Ja, ist halt so. Nein, ich mache es immer ganz anders. Ich mache ich arbeite mit Tastatur, also Ctrl-N für neue Mail. Und da stellt er schon auf an und dann schreibe ich den Namen rein, weil den weiß ich meistens auswendig und da bietet er schon die E-Mail-Adresse an und die kann ich mir dort auskopieren. Ja, weil sowieso, das ist beim Schreiben von einer, ja, E-Mail. Ja, auf das komme ich gleich zu sprechen, ja. Ja, da kann ich gleich eine andere E-Mail reinkopieren, wenn jemand die Adresse mitschicken muss. Ja. Du brauchst nicht ins Adressbuch reingehen. Ja. Aber wenn man das Adressbuch haben möchte und darin, von dort was kopieren möchte, geht es nur über die Eigenschaften. Hier haben wir jetzt schon mehrere erinnern. Auch den Paul Schöber haben wir schon prominent verankert. Den Michi Ebner übrigens auch. So. Wenn man dann in einer E-Mail, genau das, was der Wolfgang gerade gesagt hat, in einer E-Mail schreibt an und man beginnt einen Buchstaben zu schreiben, dann schreibt er bereits
die erste Auswahl, die den Buchstaben matcht, hin. Und da kann man mit Cursor Down dann durchfahren und die richtige auswählen. Das war das Adressbuch. Ich habe das sehr kurz gehalten, weil mir nicht mehr eingefallen ist dazu. Wenn ihr Fragen habt zum Adressbuch, dann jetzt gleich. Oder was dazu sagen wollt. Ich finde, das Adressbuch ist keine besonders tolle Angelegenheit. Mit Outlook-Adressbuch kann man sich nur importieren. Ja, das geht. Das geht, ja. Du kannst das von Outlook-Adressbuch importieren. Die Frage ist, wie mache ich das? Ja, im Outlook exportieren und da importieren. Ja, da musst du es über VCF oder sowas. Ja. Probleme entdeckt beim Versenden aus dem Adressbuch. Wenn man eine Gruppe anlegt, ja. Und ich habe eine Gruppe mit Urlaubsgröße mit von 40 Personen und ich versuche das an Deck zu schicken, dann kommt die Meldung, einige E-Mail-Adressen erhalten nicht ASCII-konforme Zeichen oder so ähnlich. ASCII-konform, ja. Aber das ist nicht der Fall und damit funktioniert der ganze Zauber nicht. Also wenn er das sagt, gehe ich davon aus, dass wirklich irgendwas faul ist auf den Adressen. Lass sie schwer verifizieren. Wahrscheinlich sind Umlaute drinnen. Ein Umlaut ist ein nicht ASCII-konformes Zeichen schon. Ja, aber das ist ja nur, das ist zwar in der Adresse drinnen, aber es ist nicht als relevant für dieses Versenden. Ja. Nein, der Name, wenn dort steht Paul Schöber, ja. Klammer auf meistens, ja. Dann deine E-Mail-Adresse und spitze Klammer zu. Dann ist das Ö vom Schöber schon der Auslöser für das Problem. Ja. Auch wenn es mit der Klammer steht? Ja, weil die E-Mail-Adresse ist das ganze Ding. Das wird im Mail-Header als im To-Field transportiert. Und dort kann man, das muss dieser Umlaut speziell kodiert werden. UTF kodiert werden und das funktioniert offensichtlich beim Thunderbird nicht. Schreibt die Leute einfach mit Schöber mit OE zum Beispiel oder die anderen Kandidaten mit Umlaut A oder was immer es war und dann sollte es gehen. Was anderes ist bei einer E-Mail-Adresse eher unwahrscheinlich, dass was anders vorkommt. Ein scharfes S kann auch sowas sein. Nein, nur für die eine Funktion Gruppenmails verschicken. Ja. Na, da würde ich da einfach eins machen. Ich würde dem Autor von dem Programm eine Mail schicken und sagen, lieber Freund, wenn ich an den Pauli Schöber eine Mail schreibe, eine Einzelmail, dann geht es. Wenn ich es in einer Gruppenmail drinnen habe, geht es nicht. Bereinigt den Schwachsinn. Ja, das steht unter Hilfe About über Thunderbird, wird doch was drinstehen. Aha, das kann man nicht, so einfach ist es nicht. Ja, weiß ich nicht. Wie man Feedback. Was soll ich schauen? Ja, wenn ich einen Server hätte. Ich habe kein Internet, was soll ich das machen? Gut, aber das kannst du zu Hause auch probieren oder ich muss. Hat es ausprobiert. Sagen wir mal weiter. Ja. So. Das war das Adressbuch. Was haben wir gesagt? Dann kommen die Aufgaben. Soweit ich das verstanden habe, ja. Im Default-Konto ja.
Wenn du ein Profil, ein anderes Profil erstellst, dann hast du ein eigenes Adressbuch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist, glaube ich auch, also ich habe mich mit Profilen nicht gespielt, aber ich habe nachgelesen, was Profile tun. Und nachdem das Adressbuch gespeichert wird in deinem im Default-Profile, und du, wenn du ein Profil erstellst, das ABC hast, dann liegt das im Default-Profile liegende Adressbuch nicht im Pfad ABC. Und du musst, wenn du den Thunderbird startest, ein Profil wählen. Wenn du das ABC gewählt hast, dann liegt das im Default-Pfad liegende Adressbuch außerhalb des Zugriffs. Ich würde sagen, du kannst auf diese Daten dann nicht zugreifen. Also wenn man mehrere E-Mail-Accounts hat, soll man das nicht verwechseln. Man braucht, wenn man mehrere E-Mail-Accounts verwendet, nicht mehrere Profile. Profile verwendet man dann, wenn du den Rechner mit deiner Frau und den Kindern gemeinsam benutzt und ihr wollt strikt getrennte Welten haben. Dann hat ein Profil einen Sinn. Sonst würde ich sagen, ist es gar nicht notwendig. Firma und privat vielleicht. Also so oft wie ich von privat an Firma geschickt habe und zurück, brauche ich die eher gemeinsam. Allerdings bin ich in Firma gegangen, bin ja nicht selber die Firma gewesen. Aber wie auch immer, ich muss jetzt schauen, was das nächste Ding ist. Darf ich noch was zu dem Profil sagen? Ja. Und zwar, ich finde es beim Thunderbird für einen sehr großen Vorteil, weil man durch die Profile strikt trennen kann. Was man vielleicht in einem Topf haben will, weil man mehrere E-Mail-Adressen hat und wo man nur eine E-Mail-Adresse hat für ganz bestimmte Zwecke, gibt man halt in ein spezielles Profil und da kommt das halt mit den anderen an und beim Wegschicken wird auch nur diese entsprechende Adresse dann verwendet. Das heißt, wenn man irgendwas macht für einen Verein oder sonst wie, dann muss man nicht herumschalten, sondern man geht in das Profil und hat alle Infos oder alle Mails von dem Verein drinnen und alle, man braucht sich dann ein bisschen aufpassen beim Wegschicken, ob das mit der Adresse wegschickt wird oder nicht. Und das finde ich für recht gut gelöst in der Form. Ja gut, ich glaube, da kann sich jeder seine eigene Arbeitsmethode zurechtlegen, wie er es gern hätte. Wenn er die Sachen getrennt haben will, dann soll er es getrennt halten. Passt schon. Wir gehen zum Kalender. In der ersten Zeile da oben, wo die Laschen sind, Posteingang, die nächste Lasche ist Kalender, die dritte Lasche ist Aufgaben. Jetzt gehen wir am Kalender. Spät haben wir es. Wir müssen ein bisschen anzahlen, weil sonst brauchen wir bis 10. Also gehen wir am Kalender und so schaut es dann aus. Wir gehen zu den Folien und legen eine neue Aufgabe an. Aufgabe bearbeiten. Die Aufgabe heißt Thunderbird. Der Ort ist mein Wohnort, 1070. Erinnerung hätte ich gerne, da, ich mache es lieber so, eine Stunde vorher. Wiederholen tut sich das nicht. Man könnte so mal rekursive Aufgaben auch definieren, die alle Jahre einmal anfallen oder so. Man muss einen Kalender aussuchen. Bis jetzt haben wir sowieso nur den privaten Kalender, also ist es der private Kalender. Und ich habe dazu gesagt, ich möchte eine neue Kategorie anlegen. Die Kategorie heißt Clubabend. Thunderbird, das ist der Vortrag heute. Auf der Seite habe ich die Kategorie ausgewählt und habe da eine neue Kategorie angelegt, da drinnen mit Clubabend, deswegen ist sie auch da und kann mit Hackerl ausgewählt werden. Schon ist die Aufgabe zu sehen in der Liste der Aufgaben. Ursprünglich war das Ding am Dienstag, den 26. Jänner geplant, oder so irgendwann, der Thunderbird-Vortrag, und der ist ein bisschen verschoben worden. Wenn man sich das anschaut, den Header von so einer Aufgabe, dann sieht man, dass man da die Priorität einstellen kann über den Knopf, über den da die Kategorie auswählen. Man kann
markieren, ob das Ding abgeschlossen ist oder noch unterwegs ist. Das lässt sich alles machen. Und wenn man auch mit hoher Priorität hat, dann hat die vorne ein Rufzeichen, ein rotes. Das waren die Aufgaben. Gibt es zu den Aufgaben was? Zum Kalender hätte ich eine Frage. Bitte? Wenn man Termine gibt, da gibt es immer so eine halbe Stunde Fenster beim Leitling-Kalender. Ach so, Entschuldigung, ich bin bei den Aufgaben gelandet. Wieso eigentlich? Ja, wir wollten den Kalender nehmen. Ich habe das falsche Ding geklickt. Ich komme zum Kalender. Okay. Tut leid, war mein Fehler. Aber die Aufgaben waren so kurz und schmerzlos, das ist. Ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen umfangreicher. Ein Kalender. Ich möchte einen Termin anlegen. Der heißt Kalender in Thunderbird checken. Eine Stunde vorher möchte ich erinnert werden. Er wiederholt sich nicht. Das ist das gleiche Geschichte wie bei den Aufgaben. Das ist nicht anders gelöst. Und dann kann man Teilnehmer einladen. Das ist sehr praktisch, wenn man mit dem Meeting nicht allein sein will. Das ist ähnlich gelöst von der Optik her wie in Outlook. Man hat da auf der linken Seite die Liste der Teilnehmer. Also der User, der die Einladung schreibt, ist der CC-User. Und einladen tun wir den Georgie. Was ich jetzt gerne gehabt hätte, ich hätte gerne hier auf der Seite gesehen, in dem roten Balken, wo steht, keine Information verfügbar. Ich hätte gerne gesehen im roten Balken, wann der Georgie frei ist und wann er belegt ist. Damit man einen Termin legen kann, wo der Georgie verfügbar ist. Leider geht es aber nicht mit unserem Mail-Server und aus welchem Grund das so ist, weiß ich nicht. Der kann zwar Aufgaben verwalten, der Mail-Enable, aber das stellt er nicht zur Verfügung, das geht also nicht. Wenn ich mich nicht irre, ist das in Outlook auch nicht gegangen. Du meinst Termine? Termine. Danke für den Hinweis. Ja, Termine. Also ich hätte gern bei dem Termin die Verfügbarkeit und sie wird nicht angezeigt. Wenn man einen weiteren User hinzufügen möchte, dann tragt man den einfach in dem nächsten leeren Feld da unten ein. Da haben wir den Herrn Fierler. Da bin ich gerade beim Schreiben an Clubcomputer, da bin ich noch nicht fertig mit dem Schreiben. Und man sieht spannenderweise, jetzt drei Zeilen und noch immer keine Verfügbarkeit für den Termin. Das heißt, du hast keinen Zugriff auf den Kalender. Bitte? Du hast keinen Zugriff auf den Kalender von dem. Doch, den habe ich mal gemacht, den Zugriff. Ja. Okay. Er schickt es mir. Ah ja, nachdem ich meine Einstellungen vorgenommen habe für die Teilnehmer, gehen wir dann auf Speichern und Abschließen. Dann wird eine Benachrichtigungsmail verschickt, wenn ich das haben möchte. Die kann man noch dazu kompatibel zu Outlook 2000 und 2000 XP machen, ist ein bisschen alt. Aber der Thunderbird ist auch schon in die Jahre gekommen. Wenn ich dann eine solche Mail bekomme, weil ich habe es ja an den Georgie auch verschickt, diese Einladung, dann sehe ich das jetzt hier unten. Was ich im Georgie, habe ich gesagt, accepted von Georgie. Ich akzeptiere diesen Termin, dann kriege ich das zurück als Antwort. Es ist im privaten Bereich eher weniger häufig vermutlich, dass man
mehrere Leute einlädt zu einem Meeting, da ist der Termin eher Gas ablesen oder sonst was. Und da kriegt der Gasableser kann Thunderbird-Termin deswegen. Stadtwerke gehen wieder nicht reagieren. So schaut es dann aus. So schaut es jetzt aus im Kalender. Wir möchten jetzt einen neuen Kalender anlegen. Wenn man einen neuen Kalender anlegt, geht man einfach auf der Seite, da irgendwo auf Kalender, privat zum Beispiel, ist ganz wurscht, sagt neuer Kalender. Und dann kommt die Frage auf dem Computer oder im Netzwerk. Da gehen wir zu den Folien zurück. Ich möchte ihn im Netzwerk anlegen und dann möchte ich den Kalender vom Herrn Fierler anzeigen, zu dem ich mir Zugriff verschafft habe. Du hast ja mir erlaubt, deinen Kalender zu sehen. Du hast mir das zugelassen. Weil damit es geht, muss ja er den Kalender, das haben wir auch in einem Clubabend gemacht, wie das funktioniert, mit dem Zur-Verfügung-Stellen eines Kalenders am Mail-Enable-Server, da muss man zuerst einmal den überhaupt freigeben, damit es geht. Da kann nicht auf einen wildfremden Kalender von einem Clubmitglied zugreifen. Das geht nicht. So, ich habe den ausgewählt hier und die Adresse muss man einfach wissen, deswegen steht sie da. Fierler@clubcomputer.at und man nimmt das Format ICS und dann geht man auf Weiter. Dann kommt die Authentisierung. Die Authentisierung bedeutet die Nachfrage, ob ich als Georgi@clubcomputer.at berechtigt bin, auf den Fierler-Kalender zuzugreifen. Und deswegen kommen meine Credentials zum Zuge. Steht da hier. Und geht schon. Und dann sieht man jetzt hier Franz Fierler. Und interessanterweise, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, wo die Folie gemacht worden ist, eine Internetverbindung hatte und auch berechtigt war, den Kalender zu lesen, sieht man interessanterweise hier dieses kleine Dreieckerl da. Nämlich, dass beim Lesen von dem Kalender was schiefgegangen ist. Warum das so ist, ist mir unbekannt. Ich habe den Georgi genommen, auch noch als Kalender. Der steht dann hier als zweiten Zeile drunter. Da ist dieses Dreieckerl noch nicht da und der konnte also gelesen werden. Deswegen findet man auch hier weiß ich nicht, wo der ist. Da, das ist der eigene Tag. Der ist gar nicht aktiviert. Nein, der ist nicht aktiviert, daher sieht man ihn nicht. Aber er ist jedenfalls, hat er kein Dreieckerl bekommen. Ja, weil es eh wurscht ist, wenn er nicht aktiviert ist. Genau, das ist es. Entschuldige, ich habe ihn nachher wieder deaktiviert, weil sobald, nein, ich sag das nur, ja, weil sobald es dem nämlich. Das so, ich meine, es ist nur fürs Beispiel. Sobald es das, ja, hätte er Hackerl braucht. Sobald du das einbindest, gehen wir zum. Es kann ja keine Termine zum Beispiel drin sein, dann siehst du auch nichts. Ne? Es nutzt mir nichts, weil ich habe in dem Bereich keine Einträge offline verfügbar. Da kommt jetzt der Georgi, ja genau, da sieht man das. Da ist der wieso ist das der Georgi? Moment. Na, stimmt schon, das ist der Firmenkalender. Ich lege einen lokalen Kalender auf meinem Computer an, das kann ich auch tun. Den habe ich Firma genannt, das ist der schwarze. Und da kommt dann ein neuer Termin hinein, das ist halt ein anderer, so wie der private. Was aber spannend ist,
ist, dass man Kalender, die im Internet verfügbar sind, verwenden kann. Zum Beispiel auch den vom Werner Ilsinger. Und beim Werner Ilsinger ist interessanterweise, der ist ausgewählt. Der hat kein Dreieck bekommen, keine Warnung hier an der Stelle. Und man sieht auch den zugehörigen, in der zugehörigen Farbe einen Eintrag, hoppala, einen Eintrag Bauer, dass der am Freitagnachmittag zum Bauer einkaufen gehen soll. Der hat funktioniert. Im Vierler-Kalender sind möglicherweise irgendwelche Zeichen drinnen und in meinem Georgia.at, die er nicht mag, der Thunderbird. Der ist beim Kalender einbinden ein bisschen hakelig. Wie bitte? Achso, ich verstehe. Ich hab dann noch Kalender vom Clubcomputer, CCDS, Clubcomputer und Digital Society eingebunden. Da sieht man den grünen da unten mit Digital Society ein Arbeitsmeeting im Jänner. Also man kann von mehreren Kalendern gemischte Darstellungen machen, ist das der Witz der Sache. Das konnte man in Outlook ja auch. Da sind die Fehler, warum das Dreieckerl gekommen ist. Fehler beim Lesen für Kalender Vierler. Das war der Grund. Er kann nicht schreiben, aber lesen kann. Er kann beim Dekodieren oder hat Fehler gekriegt. Er kann eben nicht lesen und deswegen ist der Kalender abgekoppelt. Das, was schon drinnen gelesen worden ist, das ist lokal, offline verfügbar, aber der Kalender ist demnach schreibgeschützt. Also ist ein UTF-8-Fehler. Warum? Keine Ahnung. So, ich habe dann hier noch die Folien angefügt, wie das ist, wenn man den Rapid-Kalender anfügen möchte. Endlich ein wichtiger Kalender. Bitte? Endlich ein wichtiger Kalender. Ja, und wir haben auch eine Farbe gewählt, die einigermaßen kompatibel sein sollte. Passt das ungefähr, Franz? Passt es so? Ja, nicht violett. Gut. Nur, falls einer nachmachen will, so geht's. Dann findet man dann den Rapid-Kalender und dann sieht man auf der Seite SK Pauli Rapid, oder was steht da? Ja, Pauli Rapid. Was ist St. Pauli? Oder was ist das? ST? St. Pauli. Ja. St. Pauli Rapid. War ein Spiel am 24. Jänner. Schon weit her. Den Kalender vom Clubcomputer, wenn man den einbinden will, geht man ins Netzwerk und dann sieht man hier den Pfad, Büro, Clubcomputer.at und dann kann man sagen, from, das haben wir in dem Clubabend zu den Kalendern gemacht, da kann man dann from und ich habe gewählt vom 01.01.2016, möchte ich immer alle Daten haben, bis in die Zukunft alles, was verfügbar ist. Habe eine Farbe gewählt und ihr Kalender wurde erstellt. Und jetzt sieht man dann auch da herinnen, es wird immer dichter. Outlook-Konfiguration war in dem Kalender, der dritte netzpolitische Abend in diesem Kalender auch drinnen. So, das war der Kalender. Gibt es zum Kalender Fragen? Kann man Google-Kalender einbinden? Gar nicht. Über Internet schon, wenn ich kann man Web da. Ja, dann musst du ein Add-on kaufen oder kriegst das gratis oder wie auch immer. Aber von vornherein unterstützt er, ich weiß nicht. Oh ja, oh ja. Nein, ja, man braucht nur die richtige Adresse. Man braucht die richtige Adresse. Du hast einen Google-Kalender und jeder Google-Kalender hat eine Adresse. Und ist das ein ICS-File? Kaltaf. Kaltaf, ja, irgend sowas. Ja, also ich habe mich damit nicht beschäftigt. Okay. Aber wieso hast du ernsthaft vor, den Thunderbird zu verwenden? Ja, das ist ja aber ein einfaches, dann installiere ich und probiere es aus. Ja, mein Antrag hat einer gesagt, es ist kaputt und sie haben keine Lösung und sie warten, bis es eine Lösung gibt. Hervorragend, der Rest am besten ja, mit Franz, der hat diese Erfahrung auch gemacht. Ja. Die
aber es bestimmt. Temperaturmöglichkeiten, das funktioniert alles nicht. Ja, ja, genau. Naja, also, weil ich das gewusst hätte, dass das wichtig ist, hätte ich es eben schon ausprobiert. Kalender ja? Im Kalender hätte ich eine praktische Frage, vor allem an die mit Thunderbird jetzt schon Erfahrungen haben. Es gibt so beim Zeitplan, gibt es immer so eine halbe Stunde Einheiten im ja? Kalender. Und wenn ich drauf klicke und ich habe auch eingestellt, der Standardtermin soll eine halbe Stunde sein. Wenn ich jetzt drauf klicke, so angenommen den Zeitraum 14 Uhr bis 14.30 Uhr, ja? Dann sollte der öffnen mit der Uhrzeit 14 Uhr. Das macht er nicht, wenn ich nicht ganz oben klicke, sondern in diesen Zeitrahmen, sozusagen in der unteren Hälfte lande. Dann öffnet er mit 14.15 Uhr. Den es gar nicht geben dürfen? Eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich gesagt, meine Standardtermine sind, zumindest die Dauer, die Standarddauer ist 30 Minuten. Aber ja, ich habe viel auf, aber... Passt. Ich muss jetzt eigentlich Millimeter genau... Zeitrahmen 14 Uhr bis 14.30 Uhr in der oberen Hälfte landen, damit er wirklich mit 14 Uhr öffnet. Lande ich in der unteren, mit Klick in der unteren Hälfte, kommt, öffnet er mit 14.15 Uhr. Dann muss ich das 15 mit ausbessern auf 0.0 und dann steht er mal oben auf eine halbe Stunde da. Man muss halt genauer hinklicken, damit das genau so geht, wie es sein sollte. Weiß das irgendjemand, ob man das irgendwo, Einstellungen habe ich mal durchsucht, aber habe nichts gefunden. Nein. Das ist aber lästig. Weiß ich leider nicht. Noch was zum Kalender? Georgi, gibt es grundsätzliche Unterschiede zu dem Outlook-Kalender oder ist es eh sehr verwandt? Also, du musst ja beide in Verwendung. Ja, ja, ey, ich verwende eigentlich nicht beide, ich verwende den Thunderbird eben nicht. Also, deswegen ist er ja auf einem Testrechner. Grundsätzlich schaut es aber sehr ähnlich aus. Ja, ist es auch. Es gibt da die Erinnerungen und das funktioniert auch. Also man kann auch, wenn eine Erinnerung kommt, kann man es auch verschieben, also snoosen, wie das so schön heißt. Das geht schon. Bei mehreren Kalendern habe ich auch die Möglichkeit von einem Kalender, dass ich nachher mehrere Blocker rüber zu kopieren. Kann ich das da auch? Nein, der zeigt immer nur die gemischte Ansicht. Also ich kann nicht sagen, das ich möchte... Wenn ich jetzt einen Termin habe und sage, okay, das ist jetzt ein Kalender... oder sonst ja? Was, kann ich nicht sagen, okay, verschiebe den Termin jetzt in die Firma oder in irgendwo anders hin. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Das habe ich nicht ausprobieren können, weil ich keine Schreibrechte in so viele Kalender hatte. Aber wir können das gleich ausprobieren. Na, wir können zwischen Privat und Firma, das sind zwei lokale Kalender. Das sind zwei lokale Kalender, mit denen könnte man das ausprobieren, ob das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber wir können es ja probieren. Neuer Termin, speichern, so das schnappen. Bitte? Und jetzt müsste ich ihn noch privat verschieben können und nichts geht. Dann machen wir den Termin auf. Ja, bitte auf Termin, neuer Termin 2, bitte ändern das den Ding, weil sonst wissen wir nicht, ob er einen Default angelegt hat oder sonst was. Nimm neuer Termin 2. So oder einen neuen anlegen? So, gleich so, das reicht schon. Müsst ihr nur verschieben oder kopieren? Nein, ich will nur verschieben. Ich meine, ich habe zum Beispiel den Outlook ja für mich aber das so definiert, dass ich sage, okay, ich habe zum Beispiel, wenn ich Kundentermine habe, ich habe drei Vorschläge jetzt draußen, dass das nur als Eventualtermin ist, und da habe ich ein ganzes Kalender, wo nur diese, ich sage jetzt mal, Eventualtermine drin sind, und erst auf dem Moment, wo die konkret sind, verschiedene Dinge, dann werden wir die Kundentermine führen. Er ist sowohl im Privat- als auch in Firma vorhanden. Woher warst du das? Weil ich einmal auf... Ist er weg. Entschuldigung, du hast recht. So, jetzt machen wir privat, jetzt machen wir auf jetzt und verschieben wir mit Firma. So, ändern von privat auf Firma. Jetzt ist er schwarz. Ja. Funktioniert also. Aber nur auf dem Umweg, dass man den öffnet. Privat ist auch. Nein, ist er nicht mehr. Privat ist er nicht mehr.
Also das heißt, verschieben geht, kopieren nicht. Ja. Das haben wir noch nicht probiert. Kopieren haben wir nicht ausprobiert. Aber das ist eine Funktion, die das Verschieben von einem Kalender in den anderen, das ist ein Side-Effekt, dass das geht, in meinen Augen. Weil sonst hätte er nämlich den Drag and Drop in den privaten Folder, in den privaten Kalender realisiert. Das ist ja keine Kunst. Der kann viel verschieben von einem Objekt ins andere. Nein, es geht nicht. Hast du Steuerung C gesagt? Ich wollte gerade sagen, bitte? Markieren Steuerung C. Geht Steuerung C, ja. Auf einen anderen Kalender rübergehen. Gehst du auf einen Kalender? Ich würde jetzt Steuerung V sagen. Ja, aber dann möchte ich das gern so haben. Ja, dann ist Steuerung V. Es geht mit Ctrl C. Ja, das geht so auch. Geht so auch, das ist leichter. Aber was sonst? Das ist nicht der Default, sondern der Termin 2. Wenn du jetzt den schwarzen Adler markierst, ja. Links, dann ist er Tabelle nebeneinander anzeigen. Ja, super. Mhm. Okay. Aber das geht nur mit lokalen Kalendern. Ja, weiß ich nicht. Wann das Internetkalender sind mit Schreibbefugnis? Ist, keine Ahnung. Das ist aber nicht. Wenn dann geht es unter die Schreibrechte an. Also, die man gerade sagen, dann auf die anderen Schreibrechte. Achso, ja. Wo verwendest du? Welche Internetkalender verwendest du? Ich bin Outlook Exchange unterwegs und habe zugriff auf andere Firmenkalender von meinen Kunden zum Teil, wo Termine koordiniert werden. Aber man muss ehrlich sagen, ich bin mit Outlook seit anderthalb Jahren nicht wirklich zufrieden. Das ist gerade der Punkt. Ja, verstehe. Ich bin aber nicht. Ich habe vorher Lotus Organizer gehabt. Also, ja, das wird das funktionieren. Das heißt aber dann. Ja, auch Schrumpfweise hat super funktioniert. Ja. Schrumpfweise-Kalender hat auch toll. Hast es dann, dass du in Zukunft bald einmal Thunderbird verwenden willst, um auf Exchange-Kalender zuzugreifen? Weiß ich noch nicht. Nicht getestet ist. Ich habe das nicht ausprobiert. Ich habe auch keinen zur Verfügung, mit dem ich das machen hätte können. Wie ich noch berufstätig war, hätte ich können. Aber das glaube ich, also die Firma muss das einmal auf jeden Fall erlauben. Sonst kommst du auf einen Kalender nicht dran. Das geht sonst nicht. Und wenn sie das schon tut, ist die Frage, ob das in dem Format funktioniert, in dem Thunderbird das braucht. Du hast am Anfang erwähnt, iMac und Popcom. Ja. Also Exchange oder sowas, das gibt es nicht. Nein. Also auch nicht das Plugin oder irgendwie. Nein, also Plugins weiß ich nicht. Ja. Ob es Plugins gibt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist eine Lizenzfrage. Ja, aber es ist eine Lizenzfrage, was du von Exchange-Kalender zugreifen willst. Hätte ich einmal gesagt. Das ist dann wieder diese Idee des Open Source oder so. Dann ist das Plugin schon mal, wird das Plugin schon einmal nicht gratis sein, dann müssen wir es dann kaufen, womit die Lizenzgebühren abgegeben. Also ich kann mir es nicht recht vorstellen, dass das einer gemacht hat. Es hätte über MAPI machen müssen oder so irgendwie Protokoll. Ich habe das nicht ausprobiert und auch nicht getestet, aber das war es der Wolfgang. Grundsätzlich gibt es viele Add-ons für Thunderbird, die sehr hilfreich sind, und es gibt auch ein Add-on, mit dem man Daten exportieren kann in verschiedensten Datenformaten. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber das steht dabei, in Textformat, in was weiß ich, allen möglichen Sachen. Ja. Und das bietet sich aber Outlook grundsätzlich auch an, wenn es funktioniert so 80%. Was gut, was also irrsinnig gut gegangen ist, ich habe früher mit Outlook Express gearbeitet, noch unter XP-Zeiten, und bin dann auf Anraten meiner blinden Kollegin auf Thunderbird umgestiegen. Es war überhaupt kein Problem, von Outlook Express alles automatisch vom Thunderbird übernehmen zu lassen. Also das macht er. Ja. Und man kann auch eben einzelne Mails auslagern, man kann sich so eine Textdatei draus machen. Also da müsste man in diesem Add-on nachschauen. Dann gibt es noch ein Add-on, das ist, finde ich, sehr gut, das ist die Signatur, da kann man sich verschiedene Signaturen anlegen.
Das ist sehr gut und ein Add-on kann man sich Textbausteine anlegen, so wie im Word kann man ganze Zeilen, ganze Abschnitte kann man mit, auch mit Tastenkürzeln versehen und einkopieren. Ja, das geht auch sehr gut. Und dann, was ich überhaupt sehr gut finde, sind Wörterbücher. Da gibt es ein Add-on mit Wörterbüchern in verschiedenen Sprachen, das kostet gar nichts. Kann man sich runterladen. Ja, das geht ganz gut. Und einbinden mit F7 kann man das Wörterbuch starten und der rammt das durch und man sieht was Falsches. Und es ist wirklich auch gut bedienbar. Also der bietet sehr viele Add-ons an. Manche sind nicht so brauchbar, manche sind nur Englisch. Es gibt auch ein Add-on, wo man Weltmärsch machen kann, also wo man sozusagen den Add-on sagt, an welche E-Mail-Adressen das E-Mail geschickt werden soll. Und der schickt es so weg, dass praktisch eben nur an diese eine E-Mail-Adresse des Mail geschickt wird und nicht, dass das also eine Massenaussendung ist und jeder sieht vielleicht ohne Mails oder so. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es gibt ja da Gerüchte, dass Thunderbird bei gewartet ist mit der Stunde. Es kommen alle paar Wochen kommen irgendwelche neue Updates und so. Also ich denke, ich glaube, dass das weiter läuft. Das ist nur so, es läuft nicht mehr parallel mit dem Firefox. Das ist immer mehr. Aber sonst finde ich, ist es ein gutes Programm. Jedenfalls besser als wie Outlook. Also das Programm ist ja eine Community-Entwicklung und daher gibt es auch so viele Add-ons. Und ich meine, wenn ich in der Lage wäre, dass ich nahtlos und ohne Bruch und ohne nichts von Outlook auf Thunderbird von einem Tag am anderen wechseln können möchte, dann würde man einen zweiten Rechner hernehmen und den einmal mit Thunderbird aufsetzen und schauen, ob ich alle Funktionalität, die ich in Outlook zusammenbringe, mit Thunderbird auch zusammenbringe. Und wie ich sie ersetzen kann, falls es nicht geht. Falls du einen zweiten Rechner verfügbar hast, war das ideal. Wenn du willst, können wir nochmal kurz ganz zurück zu zum Installieren von Thunderbird. Ja. Dann habe ich noch ein paar Anmerkungen dazu. Zum Installieren? Ja, nein, zum Mail-Konto anlegen. Kannst du aber gleich ins Live reingehen. Da fällt mir nämlich noch ein bisschen was ein dazu. So, dann gehen wir zu den Mail-Posteingang. Genau. Da gehst du ja, auf Georgie oder so einmal. Ja, Clubcomputer. Genau, Konteneinstellungen bearbeiten. Nein, entschuldige, geh nochmal zurück eins. Neues Konto erstellen. Da möchte ich nochmal kurz eine. E-Mail-Konto, ja. So. Also wir überspringen normalerweise, weil ich irgendeine E-Mail-Adresse habe. Gehen wir mal da. Ja. So, Georgie passt, E-Mail-Adresse eingeben, Passwort passt auch. Weiter. Also du solltest was eingeben, sonst kannst du nicht auf Weiter klicken. Das gibt er ja nicht frei, wenn du nichts eingibst. Mach irgendein XY. Irgendwas, was es nicht gibt, was sozusagen ist fertig. Naja, er kommt eh nicht raus, er hat kein Internet. Und weiter. Da, Passwort kann es auch noch, ja, weiter. Und hier zum Beispiel, also ich, nachdem unsere Mail-Server, also unser Mail-Server grundsätzlich nur hausintern ist, ja, habe ich da das Problem gar nicht, ich gebe halt meine Mail-Adresse ein und passt. Da mache ich automatisch, das, also da kann ich 993 oder je nachdem, ob ich IMAP oder POP fahre. Ich habe es kunterbunt gemischt, die einen fahren POP, die anderen fahren IMAP. Und je nachdem gebe ich da also nicht Auto ein, sondern mache jetzt da mal auf. Also beim IMAP ist das 993. Passt. Und automatisch erkennen schalte ich normalerweise. Mach ich mal auf das
nicht, ja, da kannst du 25 nehmen fürs, fürs SMTP. Ist da ist, nein, kommt gleich da. Start SSL. SSL-TLS? Nein, ja, ja, Start SSL, also TLS, ja. Automatisch erkennen, mach auf einmal bitte. Da mache ich auch Passwort normal. Und Detto auch Passwort normal. Und zwar, die Mail-Server machen sie mit dem sowieso ein Protokoll aus. Das heißt, das Passwort, also wie gesagt, ich mache es intern. Der geht bei Start-TLS, hat mir mein, der sich da auskennt, gesagt, tut er automatisch also eh ein Session-Passwort ausmachen, bevor er überhaupt das Passwort schickt, darum ist das wurscht. Postausgangsserver ist auch okay. So, und ich gehe, also da schreibe ich mal irgendeine Mail XY her, also ja, als Serveradresse. Ja. Ist wurscht, bitte. Ja. Und da ist auch, also auch im Prinzip ist man jetzt, also kannst du SMTP oder was machen. Und ich gehe jetzt grundsätzlich nicht auf Testen oder Fertig, sondern erweiterte Einstellungen. So, und das Erste, was ich mache, ist, mein lokaler Ordner ist nie auf der Root-Platten oder auf der System-Platten, sondern auf ein D oder irgendein Laufwerk oder wo auch immer, aber niemals das, was er da vorschlägt. Ja. Dafür habe ich den Vorteil, dass ich da also Mail-Ordner-User Meier, ja, nehme und halt in einen, von meiner Struktur her. Den wähle ich hier aus. Damit ist definiert, wo der Mail-Ordner ist und ich brauche mich nie um diese Sucherei kümmern. Ich weiß genau, der liegt dort, wo ich es sage und nicht, was er da vorschlägt. Ja. Und wenn du dann da OK machst, muss ich OK machen? Ja, mach einmal OK, ist wurscht. Dann würde er jetzt, wenn du SSL, wenn du Zertifikat basiert kommunizierst, macht er beim ersten Mal, wenn du kein Root-Zertifikat von dem Server hast, also ein eigener Server, eigenes Zertifikat, macht er in der Regel diese Bestätigung auf, wie wir es vom, wie wir es vom Browser her kennen, dass er sagt, Zertifikat bestätigen. Und das, warum ich jetzt überhaupt zu den ganzen nochmal eingestiegen ist, bin, ist das, dieses unbekannte Root-Zertifikat will er bestätigt haben. Und da hat der Thunderbird leider Gottes eine Situation, wo er diesen Abfragefenster, das legt er da dahinter. Man sieht es nicht immer. Sagt, verdammt, wieso tut das nicht? Ja? Also das heißt, den Thunderbird klein machen, das Zertifikat bestätigen, dann passt es. Ja? Also das Zertifikat legt er hinter mein Tätigkeitsbereich. Immer wieder mal. Nicht immer, aber oft. Ja? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, geh nochmal bitte auf neues Konto erstellen. E-Mail, nein, nicht neu, jetzt gehen wir nochmal auf Konteneinstellungen bearbeiten. So, und da herunten, geh mal da ganz oben, weiter oben, da musst du oben rutschen. Postausgangsserver. Da hast du jetzt die Postausgangsserver. Der Eingangsserver ist SMTP und der nicht SMTP, ist der SEN-Server. Der POP-Server oder der IMAP-Server und der SMTP-Server wird da festgelegt für jeweils Konto. Du kannst natürlich auf jeden Konto ausschicken, es ist wurscht, wenn er das annimmt, der Server geht's ja. Was aber da passiert ist jetzt auch wieder, wenn du zertifikatbasiert arbeitest, dann hast du das Problem, dass der wiederum beim SEN-Server nach dem Zertifikat fragt. Und auch da hat nicht, wenn es ein Root-Zertifikat dafür gibt, aber wenn es dein eigenes Zertifikat ist. Ich habe meine Server selber zertifiziert hinten. Ich brauche ja kein, für die ganze Welt, ich brauche kein Root-Zertifikat von einem VeriSign oder was ist mir da wurscht. Ja. Ich bestätige meine paar E-Mail-Konten selber. Auch hier kommt wieder dieses Zertifikatfenster hinten. Ja. Jetzt schickst du das erste Mail aus, Test-Mail, und sagst, ja, das ist jetzt nicht ausgegangen. Warum? Weil er da so schnell interaktiv ist, dass er den Sende, also das Mail, was er gesendet hat, wieder über das Zertifikat drüber klatscht. Also immer schauen, wenn es nicht geht. Ja.
ob das Zertifikat nicht dahinter. Genau, ob das nicht dahinter liegt. Also das ist was, was mich immer wieder fuchst, sogar heute noch. Also weil jedes Mal, ach Blödsinn, das liegt ja wieder hinten. Ich meine, jetzt weiß ich schon lang, aber ich will nur sagen, das ist was, wo man immer wieder drüber fliegt. Ja? Also darum habe ich das erwähnt. Was mir besonders gut gefällt am Thunderbird ist, du brauchst nicht drüber nachdenken, wenn du einen Rechnerwechsel machst oder sonst irgendwas. Wenn du beherzigst, dass du einen eigenen Ordner dafür anlegst, brauchst du nicht suchen, brauchst du nicht diese Besonderheiten mit den Profilen. Ich nehme seit Jahren den Mail-Ordner, habe ihn auf User-Mail und darunter gibt es einen Ordner User-Meyer irgendwas. Da kopiere ich die Mailkonten ein, ich starte den Thunderbird neu, gebe ihm den Ordner an, ich lege schon die ersten Sachen an, das Profil kopiere ich nie mit, weil das mir zu deppert, weil ich da oft viele Sachen drinnen habe, die dann schon obsolet sind. Aber den Mailordner nehme ich mit, wenn ich das Konto angelegt habe, kopiere ich den ein und ich brauche mich um nichts kümmern. Ich habe alle Mails, die ich je da drinnen geschrieben habe, 15 Giga, 20 Giga Mails, kein Problem, habe ich noch nie gehabt. Ja? War noch nie ein Thema. Deshalb mag ich den Thunderbird sehr, sehr gern, weil er so zuverlässig arbeitet. Und ich habe, was ich, 20, 30 Mailkonten zu verwalten in der Firma auf jeden Rechner einzeln. Überhaupt kein Thema. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Bitte. Da fällt mir ein Archiv ein dazu. Ja. Ich nehme an, dass der das auch kann. Natürlich. Kann's. Offensichtlich braucht man es gar nicht. Du sagst, du hast. Nein, jein. Es gibt dadurch, dass. Du hast ein Problem. Unter Windows hast du ein Problem mit dem, dass du 4 GB große Files nur machen kannst. Deshalb, wenn du da jetzt zumachst, bitte. Ja, okay. Wenn du jetzt da zum Beispiel auf einen Posteingang oder wo immer gehst, bei mir gibt es einen Ordner, das kannst du sogar da ausprobieren, gehst auf erweiterte Vorstand. Ist das was Produktives für dich oder auch nur zum Testen? Stößt du dich daher, drückst A. Hast du schon? Da entsteht da der Ordner Archiv. Ja? Geh da bitte auf den Ordner Archiv. Und du siehst 2016. Und das total Tolle daran ist, wenn du 3000 Mails markierst, ja? Wenn du da herstößt, Ctrl A machst. Ctrl A. Ja, Ctrl A markiert alle Mails und du drückst A, brauchst jetzt nicht machen, dann erzeugt er dafür jedes Jahr einen Ordner automatisch. Geht für einen In- und für einen Auto-Ordner und es ist völlig wurscht. Auf deinem Server, wenn du jetzt in das Directory reinschaust, das da entstanden ist. Ja, ja, ist wurscht. Du kannst es wieder rausnehmen auch natürlich. Ne? Also, ich mache seit Jahren, dass ich In- und Out-Mails in einen Ordner archiviere. Pro Jahr. Ja? Das hat bei mir noch nie über 4 Giga gehabt, auf Windows verwende ich. Also nicht für meinen Arbeitsplatz. Langsam. Das heißt, In- und Out haben Sie einen einzigen Archiv in einen Ordner? Ja. Ist für mich angenehmer, weil ich den Mail-Fortlauf auch gleich habe. Und wenn du jetzt da herstößt, und da heroben zum Beispiel eingibst erweitert, da, gib einmal bitte ein erweitert, brauchst du, genügt schon. Dann siehst du schon nur mehr den Verlauf, was da im Betreff mit erweitert war und du hast schon alle beieinander, brauchst nichts mehr irgendwie suchen oder was. Das sind nicht weg, weil du erweitert mehr geschrieben hast. Tu weniger, irgendwas ist da falsch. Tu einmal das erweitert bitte zurück. Erweitert, weiß ich nicht, mach nochmal erweitert bitte. Lass einmal, genügt? Hast verblinkt wahrscheinlich eingegeben. Na, irgendwas ist gekommen. Also jetzt ist da und es genügt ihm, dieses, nur das Schlagwort bezieht sich aber jetzt nur auf Betreff und also auf von einem und so weiter, also von wem an wem und auf den Betreff. Man kann dann da herüber auch noch sagen, Nachrichteninhalt, dann kann man das erweitern, dass er eine schaut, auch, dann braucht er ein bisschen länger zum Suchen. Aber das reicht in der Regel, um aus 3000 Mails die zu finden, die du brauchst. Also den ganzen Zirkus mit Suchen und Indizieren ist
Unnötig, völlig unnötig. Schon, heute schon gar deshalb, weil du Systeme hast, die eh schnell gemusst sind. Ja, vor 20 Jahren hast du es vielleicht noch gebraucht, weil die Platten nicht so gerodelt haben, wenn du es heute draufdruckst. Viele haben eine SSD, das macht Zug, es interessiert keinen. Ein paar hundert MB Daten sind mit auf Ja und Nein durchsucht. Ja. Also darum spielt das überhaupt keine Rolle. So, will ich da noch, also das Archiv. Und wenn es jetzt den... Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es sogar in derselben Datei, wo auch die Post-Ein- und Ausgangsmenge sind? Wird eine eigene Datei. Gehen wir jetzt bitte, George, nochmal da zurück. Und das ist jetzt pro Post-V. Mittlerweile hat sich Folgendes geändert. Ja. Mittlerweile habe ich einen Internetzugang und es kommen jetzt Mails daher oder es sind welche da und wenn ich die jetzt am IMAP-Server lösche, dann habe ich es daheim auch nicht mehr. Na, löschen tust du es ja nicht. Na, wenn er es verschirmt tut, sollte er es eigentlich sogar am IMAP-Server tut deine Schirm. Ja, das okay. Ja, also langsam wird es dann kritisch. Ja, hängt die Internetverbindung an, dann können wir das noch schnell anschauen. Mhm. Ist vielleicht... Ja, steck's WLAN-Kabel an, bitte. Nein. Wenn er eingestellt hat, aber wenn er am IMAP-Server, sollte er es eigentlich überhaupt nicht löschen. Also normal schmeißt er das am IMAP-Server. Sag einmal abbrechen, nein, nicht komprimieren. So, sei nett, Georgi, geh mal da her, nur dass wir den Ordner finden. So, gehen wir bitte nochmal auf die Konteneinstellungen. So, und jetzt suchen wir uns Servereinstellungen. Und jetzt gehen wir in den Ordner. Gehen wir mal in den Ordner auf deinen Rechner bitte, mit dem Explorer. Ja. Nein, also, entschuldige, ja, passt schon. So, du siehst jetzt pro Maildatei, siehst du eine Maildatei, dann die MSF-Datei, die kannst du in der Regel löschen, die brauchst du nicht. Du siehst für das Archiv zum Beispiel einen Ordner, ich kann es auch nicht interpretieren, geh bitte einmal in den Ordner rein. Wann was drinnen ist. Du siehst da die Datei 2016, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe 2015, 2014, ich möchte das wirklich gesichert haben, dann nimmst du das und schmeißt das irgendwo hin und das war's. Und wenn du es wieder da hinein kopierst, greifst auf die gleiche Datei sofort wieder zu, nichts konvertieren, gar nichts. Und wenn du jetzt irgendein Programm hast, mit dem du das aufmachen kannst, kennt das da eine schon, das ist eine ganz ordinäre Textdatei. Ja? Natürlich, nein, nicht ordinär, sie ist schon kodiert als Maildatei, ja, hat den Mailheader drinnen und alles, so schaut das aus. Ja. Aber wenn du die nimmst, du kannst sie wo immer in dem Bereich vom Thunderbird hinkopieren, macht er die Datei wieder auf. Du brauchst dich um das nicht kümmern. Praktisch ist eben, wenn man hin und wieder, da kannst du jetzt nochmal zumachen, also das ist die Maildatei, die kann Gigabyte groß werden, ist wurscht. Ja. Und also auch sinnvoll, eben speziell. Aber mehr als 4 wäre nicht. Was? Ja, das hat aber mit Windows zu tun, nicht mit dem. Ja. Mehr als 4 Giga nicht, habe ich aber bisher immer noch geschafft. Also mit für ein Jahr Datei, das hat bei uns nicht einmal einer geschafft und unsere Leute schicken AutoCAD-Dateien raus und ähnliches und haben also wirklich große Dateien. Zur Not müsste man halt dann das Jahr einmal splitten nach einem halben Jahr und sagen, okay, ich teile es halt auf erste halbe Jahr, zweite halbe Jahr. Ist wurscht, da gehst du her, benennst das um und fertig. Du brauchst dir nur einen anderen Namen geben. Im Thunderbird siehst du die Datei sofort mit dem anderen Namen nachher drinnen. Die MSF-Datei, die MSF-Datei kannst löschen. Ja? Die erzeugt er eh wieder. Nein, es sind nicht nur Indizes, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er wirklich damit macht. Ich nehme an, dass er nur temporäre Datei bastelt. Ja, das war das, was ich dazu anmerken wollte, weil es halt wirklich sehr geschickt ist von der Warte her. Ja?
diesen proprietären Datei formaten, auf diesen ZIP-Formate, also auf den XML-Formaten ja. Stehen ist. Warum hat man das eigentlich bei den Outlook nicht gemacht? Das sind immer noch diese Bilder. Mich fragst, ich verwende seit 10 Jahren auf meinem Arbeitsplatz nur Linux, ich habe kein Windows. Nein, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich meine, ich verwende es, weil ich komme zurecht damit, ich habe kein Problem damit. Und die, was brauchen, die mir, ich meine, wenn's mit, wir haben x Leute, die mit AutoCAD fahren, die müssen halt ein Windows nehmen, was soll ihnen helfen? Ich kann nichts machen dagegen. Ne? Ich meine, ich betreue die Windows-Rechner auch, aber das ist zum Beispiel etwas, was man noch nie ein Problem gemacht hat. Keine Ahnung. Nein, Franz, das musst du Leute fragen, die sich damit beschäftigen. Ich bin aber sehr wohl der Meinung, dass halt Firmen schon daran interessiert sind, ihre Dinge abzustecken und zu schauen, dass man nicht kompatibel ist. Du wirst ja nicht glauben, dass es tatsächlich notwendig ist, Dokumentdateien so zu machen, wie sie es machen. Das muss ja nicht sein, weil man weiß ja, dass LibreOffice das auch zusammenbringt, dass es dokumentierte Dinge gibt und es funktioniert auch. Also man trachtet schon danach, dass es nicht populärer und bekannter wird. Ja, aber das hat damit nichts zu tun, wo wir hin wollten. Ja, genau. Ja. Ja, momentan fällt mir jetzt eh nichts mehr dazu ein. Also denkt an, wenn es Thunderbird verwendet und verschlüsselt, mit einem eigenen Mail-Server, also ich fahre ein ganz normales Postfix und ich verwende bei uns nur solche Dinge. Postfix ist kein Exchange, sondern halt auch ein offenes. Aber da hast du halt keinen Kalender. Das mit dem Kalender ist für mich auch noch immer ein Thema. Und ich bin halt auch gerade dabei, der Werner hat ja eher einen OnCloud auch schon installiert. Vielleicht wird das noch einmal wirklich spruchreif. Ja? Also das ist für mich auch noch immer, also mein Ding, warum ich noch nicht im Kalender vom Google weg habe, ist, weil ich die Daten, Kalender und Adressbuch, weil ich die Daten vom Google nicht übernehmen habe können ins OnCloud. Aber es wird sich hoffentlich im nächsten eineinhalb Jahr ändern. Das ist meine Hoffnung. Also wenn jemand diese Probleme, die jetzt angesprochen worden sind, hat, Michi Ebner steht sicherlich auch über Mailkontakt zur Verfügung, da und dort Hilfe zu leisten. Du musst nur deine Mailadresse publizieren. Die habt ihr, oder? Hast du die nicht? Ich hab sie, aber. Ach so. Und den Kalender für einen Termin freigeben. Ich wollte ich euch noch zum Essen bestellen. Die Küche ist noch bis 9 Uhr. Ach so, ja, genau. Ich hätte gerne noch eine Soda. Nur so. Ja. Ja. Nein, wir müssen nur die Einstellungen bearbeiten. Das ist auch nicht gut. Da macht die Küche zu, oder? Ja. Ja. Na, da bestößt aber noch eine Küche. Genau. Habt ihr da irgendwo ein Fahrt? Die Ärger, das kann ich schon. Danke, danke. Eins, oder? Ja, bitte. Kann ruhig ein großes sein. Eine Anmerkung hätte ich noch, und zwar Georgi, sei lieb, mach das einmal zu. Das auch bitte. Dann gehst du auf Posteingang oder wo immer du hin willst. So, beim Mail schreiben. Also ich verwende zum Beispiel grundsätzlich keine HTML-Mails. Es sei denn, es muss sein. Wann muss es sein? Wenn ich zum Beispiel einen Print Screen auf die Schnelle wohin schicken will, dann ist mit einem HTML-Mail auch ganz geschickt. Aber sonst mache ich keine HTML-Mails. Warum?
weil ich der Meinung bin, ich lasse mir nicht die Augen auswischen, ich will wissen, was man der will und nicht, wie viel Büdeln er hat. Das interessiert mich üblicherweise nicht. Mir ist wichtig, dass man einer sagt, was er will, und das braucht er, da braucht er keine irgendwelche Tanzerten, was auch immer, sondern... Das ist ja nicht das Einzige, was HTML rechtfertigt. Nein, eh nicht, aber das auch. Ja. Und wenn ich eine neue Mail mache, ja, wenn du jetzt sagst, neue Mail erzeugen, ja, Nachricht, dann sieht man da, wunderbar, HTML. Das kann ich erstens voreinstellen, ob ich HTML oder nicht HTML haben will. Das ist eins. Jetzt bist lieb, magst du das nochmal zu. Da kannst du es auch umstellen. Kann man es da jetzt schon ein? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ja, jetzt. Ja. Nein, da ist was anderes gemeint. Magst du jetzt nochmal zu, bitte? Und egal wie immer du es einstellst, auf HTML oder auf Textmail, wenn du sagst verfassen und du drückst die Shift-Taste vorher, Shift-Taste und sagst verfassen, dann kriegst du nur mehr eine normale Textmail. Also du kannst beim Anklicken des Dings sofort sagen, was du wirklich haben willst. Ja, bitte. Und zwar im Adressbuch kann man festlegen, welches bevorzugte Mailformat dieser Mensch haben will oder hat. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Dazu muss ich sagen, ich verwende das Adressbuch eigentlich nie, weil ich suche mir eine bestehende Mail, wenn ich wem was schreiben will und sage Antwort. Das stimmt in der Regel, weil das, was er mir geschickt hat, muss stimmen. Das, was im Adressbuch ist, kann stimmen. Wobei der Vorteil ist, das also ich brauche das Adressbuch nicht im Mail-Programm. Zum Adressbuch kann man auch einstellen, wenn man also ein Mail antwortet, dass er automatisch die Adresse übernimmt ins Adressbuch. Das ist natürlich schon ein gewisser Vorteil. Genau, das wollte ich gerade auch noch anmerken, habe aber nicht mehr gewusst, was ich sagen wollte. Also man kann dem System sagen, jede Adresse, an die man schreibt, antwortet oder wie auch immer, wird ins Adressbuch eingetragen. Darum habe ich natürlich im Adressbuch schon eine riesen Listen drinnen. Aber wie gesagt, ich verwende es nicht. Ja? Weil ich brauche es eigentlich nicht. Ja? Das wollte ich noch sagen dazu. Also wie gesagt, deswegen die Ordner, da lasst euch keine grauen Haare wachsen, die können hassen, wie es wollen. Leider legt er beim Englischen das so, im Deutschen anders. Und das ist ein bisschen mühsam, wenn man einen englischen Thunderbird und einen deutschen hat. Darum ist da dann immer eine Diskrepanz. Gut, wir müssen noch die Einstellungen machen, ja? Wir sind aber nicht fertig. Ja, geht schon. Wie ruft man die Einstellungen auf? Man geht da her, ganz rechts oben, wo die drei Striche sind. Das ist sozusagen der Menübaum, den man aufklappen kann. Geht auf Einstellungen und dann drückt man drauf. Da sieht man jetzt unter Einstellungen einen Reiter, Allgemein, Ansicht, Verfassung, Chat, Datenschutzsicherung, Anhänge erweitert und Kalender. Und kann dann entsprechend viel einstellen. Ich habe das nur sehr rudimentär mal angeschaut, aber man kann auch zum Beispiel die Thunderbird-Startseite einstellen, was man gern hätte. So, zum Beispiel die Ansicht, wie das ist, wenn man möchte, dass die Mail als gelesen markiert wird, ob man das haben will. Dass das beim Anzeigen schon ist oder erst 5 Sekunden später, sowas ist recht praktisch. Bei bekannten Kontakten nur den Anzeigennamen anzeigen ist zwar angekreuzt, ich werde es aber nicht machen, weil ich nämlich nicht weiß, welche Mail dahinter steht. Beim Verfassen sofort die Rechtschreibprüfung aktivieren oder erst beim Senden durchführen. Sprache kann man auch österreichisch einwählen, das ist auch nicht praktisch. Mit Chat habe ich nicht beschäftigt. Hast du dich mit Chat beschäftigt? Okay, gut. Dürfte aber gehen. Datenschutz.
Also wichtig ist nur, dass man hinfindet, dass man weiß, was da alles drinnen ist. Im konkreten Fall schaut man sich dann eben an. Mailinhalte, externe Inhalte in Nachrichten erlaufen, da gibt es Ausnahmen und die Waffen, was alles. Also recht üppig. Die Sicherheit, die Junkmail haben wir schon heute einmal erwähnt. Bei der Sicherheit gibt es interessanterweise einen Passwortmanager, also der kann Passwörter speichern. Und wenn man die gespeichert hat, hat man zum Beispiel das Passwort für den George@Clubcomputer sich gemerkt. Zuletzt verwendet am 20. Jänner, zuletzt geändert am 20. Jänner, man kann das aber löschen. Man kann es auch anzeigen lassen. Man kann es auch anzeigen lassen, da steht hier unten Passwort anzeigen. Ich habe es aber in der Form keinen Screenshot gemacht. Das ist eh klar. Aber es ist praktisch, dass man sich es anschauen kann. Ja, kann man. Wenn man es nämlich vergessen hat. Ja, zum Beispiel. Und im Internet Explorer braucht. Sicher dann genug. Ja, das kommt also aus verschiedenen Gründen. Kann es passieren, dass man ein Passwort gerne nachschauen möchte. Wobei ich aber sagen möchte, man sollte sich nicht auf den Thunderbird verlassen und die paar Passwörter, die da drinnen gebraucht werden, auf die angewiesen sein. Weil gescheiter ist, man hat ein Passwort safe und tragt sich das sowieso ein. Beim Versand von Mails bei Anhängen kann man auch 5 Megabyte Grenze überschreiten. Ich weiß nicht, kann man da auch sagen, er sollte die Edge-Fans stückeln? Nein, dann macht das anders, wenn man Dropbox hat, dann lädt das auf die Dropbox auf. Ja, genau. Dropbox ist aber was anderes als Thunderbird, daher kommt es halt einfach nicht vor. Ja, aber man kann also, wenn man einen großen Anhang hat, dann kann man sagen, er soll es sozusagen nicht als Anhang schicken, sondern er schickt dann nur die Mail mit einem Link. Ja. Und der kann das dann runterladen. Ist schon klar, aber ist das integriert im Thunderbird? Ja, kann man also das heißt, der hat den Dropbox-Zugang hat er integriert? Ja, wenn man Dropbox hat, ja. Ich stelle dir dort einen File-Link-Speicherdienst hinzufügen, also wenn du den Button hinzufügen kannst, ja. Kannst dann deine Daten eingeben. Ja, du kannst dann auch den annehmen. Ja, dann, ja. Und ja, den Umklang. Oder Hand kannst du nehmen. Das ist super. Ne? Das ist super. Das ist super. Da gibt es einfach nur die B-Box. Ist das die Dropbox? Die B-Box? Nein. Da kann da eben eigene Man kann benötigen sein Konto. Konto einrichten, da kann man wahrscheinlich dann ein Dropbox-Konto einrichten. Das ist Bing, ist klar. Offline geht nicht. Aber das ist sicher eine praktische Sache, ja. Wenn man große Dateien verschicken muss. Dann wird das Versenden als Dropbox-Datei auch gleichzeitig gemacht? Wenn es das Versenden, dann sendet er nicht gleich die Mail weg, sondern legt zuerst die Datei auf die Dropbox und dann sagt er, ist fertig und dann schickt das weg. Aha, versteht das. Was ist ein Ringtriebler? Ja, na, und nicht nur das, es muss ja das Ding schon existieren, weil wenn die Mail schneller ist als das Aufladen, ist der Empfänger unter Umständen schon durch den Ring zum Abholen und die Datei ist noch nicht da. Jeder schon drin sitzt und wartet auf die Mail. So, was zum Beispiel vorkommen kann, ja. So, und erweitert gibt es ein paar Sachen. Globale Suche und Nachrichtenindizierung aktivieren, das ist das, wo der Michi gesagt hat, das lässt sich im Archiv so schön finden. Ich glaube, das braucht es, oder? Nein. Braucht das nicht? Verwende nicht. Aha. Ich glaube, das ist ein bisschen schneller dann mit Suchen. Ich weiß es nicht, ich habe es aktiviert, ich kann nicht so. Na okay, gut. Beim Kalender kann man, wie man das heutzutage können muss, einstellen, die europäische Norm, dass der Montag der erste Tag der Woche ist und dass die Woche aus Montag bis Freitag besteht. Und wann der Tag beginnt, vom Arbeiten um 8 Uhr und um 17 Uhr hört er auf oder was immer. Ja?
Das ist recht praktisch, dass das geht, ist aber für unsere Zeit. Weil das ist easy. So ein Besteck kommt. Ja, geht sich aus. Danke. Ja, damit haben wir es, glaube ich, eh schon bald. Kann man Gruppen wählen dafür? Ja, ja. Kann man. Kann man ein Adressbuch erstellen. Und dann soll man sagen, die Hauptmailadresse heißt Club und da hast du dann alle anderen. Ja, nein. Okay, denn ich bin jetzt nicht in den Folien vorgegangen, sondern direkt im Thunderbird, daher fällt mir die Folie. Bei erweitert kann man die Systemintegration testen, nämlich schauen, ob Thunderbird als Standardanwendung registriert ist oder nicht. Das können mehrere. Da kann man dann Outlook und den Thunderbird gegeneinander raufen lassen. Das geht sicherlich, ja. Und die Windows-Suche ermöglichen, um Nachrichten zu durchsuchen, wenn man das möchte. Dann kann man das auch über den Dateien im Profil direkt suchen mit Windows, das geht auch. Im Outlook kann man sagen, dass er nicht mehr prüfen soll. Was kann man im Outlook? Sagen, dass er nicht mehr prüfen soll. Da wahrscheinlich nicht. Oder möglich. Kann man? Warte mal. So. Genauso im Explorer kann man es auch sagen. Das war's schon. Was steht da noch? Ja, Ordner gruppieren. Das wollte ich noch erwähnen, was das bedeutet. Wenn man gruppiert, heißt es, dass man Posteingang. Aus CC-User und aus Georgie Group Computer hier sozusagen beieinander hat. Da gibt es die Entwürfe, dann gibt es das Archiv, dann gibt es den Papierkorb vom CC-User, vom Georgie und lokale Ordner. Also ich halte die Gruppierung hier nicht praktisch. Ja? Heißt es dann, dass ich in einem, also in den Mails alle zusammen habe auf einem Haufen? Nein, schon jeden einzelnen. Ja, aber das ist den Haufen der. Na, du kannst einen Unterordner machen und dann Posteingang kannst du einen Unterordner machen, wo du es dann reinschiebst und reinfiltrieren lässt. Du kannst sogar einen Filter machen, wo er was automatisch schon hinschiebt. Das verstehe ich schon. Aber wenn ich zum Beispiel 10 Konten habe, ja, dann will ich nicht in jedes Konto eine Chance, sondern ich will alle Mails sehen. Okay, nee, ich glaube, dass das ist. Das ist der gemeinsame. Aber ich verwende es auch nicht. Es geht. Nein, aber es steht doch. Beim Anliegen des Kontos kann man es dort einstellen. Ich habe 6 Konten und in Analyse in einem Ort am Posteingang von allen 6 Konten, die George, sei einmal lieb, wechsel nochmal auf den Thunderbird direkt. Ich glaube, man kann das. Ja. Nee. Schau mal, ob du da sagen kannst, gruppieren. Irgendwo auf einem Konto. Nein, okay. Oder bei Eigenschaften, Einstellungen könnte es sein. Also, ich weiß nicht, irgendwo war das zum Einstellen. Ja. Ja. Nein, lass gut sein. Eine Sache, die ich auch noch dazu sagen muss, wer mit IMAP-Konten tut, ja, ich habe zum Beispiel 5 Rechner, auf denen ich gleichzeitig auf alle Mail-Accounts zugreifen kann, und wenn du auf dem Thunderbird, sei bitte lieber um Thunderbird kurz noch, wenn du jetzt zum Beispiel da dazwischen neue Ordner anlegst, am Mail-Ordner, ja, das ist noch nicht gestartet. Ach so, war der jetzt zu. Ja. Also wenn du jetzt da zum Beispiel hergehst und auf dem Georgie oder wo, ja, rechte Maustaste, so abonnieren, könnte eine wichtige Sache sein. Und zwar, normalerweise, sag ich mal, aktualisieren. Wenn du jetzt händisch da einen Ordner dazu anlegst, weil du sagst, ich möchte von den Kunden die Ordner dort hineinschieben oder die Mails dort hineinschieben oder so, also ich kann ja einen neuen Ordner erzeugen. Wenn ich das auf einen Rechner mache, dann weiß der andere Rechner nichts davon und hat den Ordner nicht abonniert. Und da ist ganz gut, wenn man sagt, ich habe da irgendwo für einen Meier einen Ordner angelegt, für einen Kunden Meier, und jetzt den sehe ich aber da nicht. Dann gehst du auf Abonnieren, sagst aktualisieren, dann erscheint da bei einem IMAP-Konto erscheinen alle Ordner, die am Server liegen, weil er erzeugt sie am Server.
ja? Nicht am Client. Aber der andere Client hat es nicht und jetzt füttert das natürlich. Ja? Und da ist dann wirklich notwendig, dass man sagt, aktualisieren und wieder abonnieren. Du siehst dann auch wirklich, dass das Hackerl fällt. Ja? Also wenn man IMAP fährt. So, dass du essen kannst. Ja, das ist weniger wichtig, sondern wir sollten eigentlich von 9 Uhr ist 2 Stunden. Ja, gut, passt schon. Wir sind zu lang oder sind wir zu kurz? Weiter reden. Das sind jetzt alle Bauern. Ich wollte schauen, was da noch kommt. Da ist das, was das du ist grad, das eh. Das ist die. Genau. Abonniert, genau. Das ist das. Da hast du zum Beispiel sowas, wo nicht abonniert ist. Und das kann da passieren, wenn du mit mehreren Rechnern tust. So, jetzt bin ich fertig. Gut. Dankeschön.